Also wollten Sie auch das haben, was Sie nicht haben, braune, glatte Haare oder so? Ich habe mich damit, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel beschäftigt, mit jetzt der Haarfrage. Also ich bin froh, dass ich Haare habe, ehrlich gesagt. Ich habe immer gesagt, als ich noch jünger war, ach, wenn ich älter bin, dann lerne ich Rotwein zu trinken und klassische Musik zu hören. Das mit dem Rotwein kann ich immer noch nicht, aber das mit der klassischen Musik ist jetzt da. Und ich kann Ihnen nur sagen, das macht mich so glücklich, bereichert mich so sehr. Ich hab so tolle musikalische Erlebnisse, ob jetzt in Konzerten oder auch, wenn ich die Musik zu Hause anhöre. Heiße Dusche oder eine Wanne im Winter. Super. Meistens schminke ich mich dann ja im Auto auf dem Weg zum Event, weil ich dafür nicht mehr genug Zeit eingeplant habe. In dem ganzen Filmbereich konnte ich in den letzten 20 Jahren natürlich auch beobachten, wie immer mehr Frauen auf der anderen Seite der Kamera in dieses Filmbusiness hineingerieten. Meine letzten Filme in den letzten 2 Jahren, alles, was ich gedreht habe, sind nur Frauen. Frauenquote. Die Mehrheit der Weltbevölkerung ist weiblich. Wir sind ja gar keine Minorität. Das Ding ist, warum ich mich schwer getan habe, ist, dass natürlich eine Quote bei Frauen nicht unbedingt heißt, dass aus dem Boden ganz viele tolle Künstlerinnen schießen. Ich möchte mich nicht wiederholen. Ich möchte mich vor allem nicht langweilen, also mein Publikum nicht, aber vor allem mich selber nicht. Es gibt Leute, die spielen immer halt so einen bestimmten Typen, das machen sie ganz toll. Aber mich interessiert tatsächlich die schauspielerische Herausforderung immer wieder. Ich finde es so irre, wie man Figuren kreieren, komplex machen kann und wie man immer wieder mit einer Verwandlung arbeitet. Manchmal eben auch hauptsächlich mit einer äußeren oder mit einer körperlichen. Dadurch, dass ich weder für einen Verlag arbeite, noch für die Politik, sondern Künstler bin, gibt es bei mir nicht so eine Tendenziosität, falls es überhaupt so ein Wort gibt. Sondern ich mache das, weil ich das mache. Weil ich das gut finde.